Bernhard Rösch von der FPÖ Wien. Sehr geehrter Herr Minister, wertes Präsidium, werte Zuseher. Ganz ehrlich, einigen in der Regierung traut die Bevölkerung nichts mehr zu, wenigen alles. Und so ist es auch, wenn es um Steuern geht. Wir haben gerade zuerst das Beispiel gehört, Finanzminister Bröll, der ohne Not die Hypo gekauft hat. Aber auch, oder ohne Not das gekauft hat. Aber ich will heute um das Thema sprechen, um den Plan A, um den Plan B vom Herrn Finanzminister, dessen Antwort auf den Plan A, wie seit 2013 aussichtslos der Plan B war, mit Beginnern. Wir können uns noch an die Hemdsärmeln erinnern, die aufgestreckelt wurden und dann Folgendes auch gesagt wurde. Und B heißt Beginnen. Der Bundeskanzler hat gesagt, der Staat muss unternehmerisch denken. Eine langjährige Forderung von mir, nur getan muss etwas werden. Und wenn unternehmerisches Denken, dann nach privatwirtschaftlichen Kriterien, allerdings arbeiten derzeit viele gerade im Gegenteil. Das heißt, also viele in der Regierung arbeiten im Gegenteil, das haben wir erfahren. Aber das, was mich ja interessiert an dem Herrn Finanzminister, er will nach privatwirtschaftlichen Kriterien einen Staat leiten. Wir wissen, die Volkswirtschaft ist eine Wirtschaft, die ganz einfach nur wenig oder teilweise etwas mit der Privatwirtschaft, mit unternehmerischem Denken an sich zu tun hat, weil es ja viel mehr Schräubchen gibt. Da gibt es ja auch Emotionen in einem Land. Da gibt es ganz einfach Steuern, die ein Betrieb nicht ganz einfach erfinden kann. Da gibt es Abgaben, da gibt es Infrastrukturaufgaben, da gibt es Soziales, die ein Staat leisten muss. Aber nein, wir wollen das nach privatwirtschaftlichen Kriterien und Erfordernissen dann regeln. Ist es wirklich die Absicht, dass wir von der Volkswirtschaft weniger und mehr in das, was wir zählen können? Weil das, was wir bis jetzt gesehen haben, und die Steuerreform ist ja keine Reform, sondern nur eine Verschiebung der Steuersätze. Und da haben wir ganz deutlich gesehen, dass der Schelling Tausender in die Geschichte eingehen wird, so wie der Ederer Tausender. Da ist er nicht. Und wirksam ist es einfach nie geworden, weil die Abgaben und die Steuern daneben ganz einfach höher geworden sind. Und wir auch gesehen haben, dass durch die kalte Progression und dass durch vieles, was nebenbei gezahlt werden musste, ganz einfach das schon wieder relativiert wurde. Und das wurde relativiert. Da braucht man gar nicht herumtun. Ja. Und viele dann gesehen haben, unterm Strich bleibt vielleicht sogar weniger über. Und das ist das, was den Unmut in der Bevölkerung erzeugt. Und wenn man zum Beispiel den Einkommensbericht im Rechnungshof anschaut, dann sehen wir, dass von 1998 bis 2015 bei den Medianeinkommen, an die man ja immer politisch schaut, dass die ausgewogen sind oder ein bisschen steigen, weil das ist immer der Referenzbereich. Wer zwischen den ganz Armen und den Medianeinkommen dann rausfällt oder dort, wo es die Leute ein bisschen mehr verdienen und Wohlstand haben, rausfällt, ist es dann wurscht. Man arbeitet sehr oft für Kennzahlen, aber selbst da ist das Medianeinkommen für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefallen. Und wenn man sich beim Wohlstand anschaut, dann hat die Kaufkraft dort ordentlich verlassen. Und das kann ja nicht der Hintergrund eines Finanzministers sein, der auf der anderen Seite vom Rechnungshof angeboten bekommen hat, viele, viele Punkte, wo man einsparen kann. Und wir haben ja nicht das Problem, dass wir zu wenig Steuern einnehmen, sondern sehr viele Steuern einnehmen, ein Steuerhochland sind und auf der anderen Seite ausgeben, als würde es kein Morgen mehr geben, manchmal vielleicht sogar andenken, dass wir 100-jährige Kredite aufnehmen für unsere Urenkelkinder. Ich hoffe, dass das nie der Fall sein wird, weil das wäre nämlich dann wirklich der Gipfel. Und ich habe nur ganz kurze Sachen. Die AUVA zum Beispiel zusammenzulegen, die Unfallversicherungsanstalt, ja, das ist ein Lohnbestandteil für die Arbeitnehmer. Und wenn dort gut gewirtschaftet wird und dort was drinnen liegt, dann ist das
für die Arbeitnehmer. Und wenn man das zusammenlegt, damit man andere Bereiche, die nicht so gut laufen, dann hat man den Arbeitnehmern auch etwas zu geben und nicht immer nur zu nehmen. Und ich sehe auch zum Beispiel bei den Schummeleien beim Hauptverband, wenn ich für die Zuwanderung dort benenne 86, ich weiß jetzt nicht wie hoch, aber in der Größenordnung Euro für die Gebietskrankenkassen, denen das gebe und weiß, dass die ganzen Untersuchungen und so weiter ein Vielfaches kosten, dass sehr viele Zuwanderer mit Hepatitis C leider, unter Hepatitis C leiden, ja, und da eine Behandlung 150.000 Euro kostet und wir dann in dem System sehen, dass wir viel, viel mehr ausgeben müssen und deswegen unter Einspardruck sind und deswegen die Bevölkerung auch hinnehmen muss, dass es ganz einfach viel weniger Leistungen gibt. Das ist nun mal so, wenn das Budget nicht reicht. Aber den Gipfel nimmt ihr heraus, wenn dann plötzlich in großen Firmen die Überprüfung kommt und die Bildschirmarbeitsplatzbrille, die von 40 cm bis 2 Meter Einsatzbereich benutzt werden kann und in der Firma in Wirklichkeit verbleibt, dass man die dann versteuern muss, dass er sagt, jetzt ist es ganz einfach so, wenn du dir eine Bildschirmarbeitsplatzbrille dafür, dass du arbeiten kannst, zulegst und das von der Firma bezahlt bekommst, hast du das zu versteuern. Habe in meiner Firma miterlebt, ist riesiges Unverständnis, aber das wird sich dann sicherlich lösen bei den nächsten Wahlen. Das Gleiche zum Beispiel ist, wenn es dann geht um Pflegefreistellungen, na, weil das sind einfach so viele Punkte, wo den Leuten das Geld aus den Taschen gezogen wird, ja, dass es wirklich nicht verständlich ist. Ja. Und da geht es ja um das Arbeitsprogramm, dass es ganz einfach für die Arbeitnehmer und so weiter viel zu wenig drinnen ist. Und ich würde mir bitten, dass in diesem Arbeitsprogramm endlich einmal was reinkommt, dass es nicht immer in die Taschen geht von den Arbeitnehmern, sondern dass sie auch mal was zurückgeben. Eine Volkswirtschaft hätte nur wenig mit der Privatwirtschaft zu tun, sagt Bernhard Rösch von der FPÖ Wien. Ein Staat könne daher nicht nach privatwirtschaftlichen Kriterien geführt werden. Österreich nehme sehr viele Steuern ein, gebe aber zu wenig an die Bevölkerung zurück.